Hallihallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Lars und ihr schaut BDVR Gaming und ich habe vor einigen Tagen eine Anfrage von der Pauline Radder bekommen. Die hat mich gefragt, ob ich nicht mal ein ausführliches Tutorial dazu machen könnte, wie man im Euro Truck Simulator 2 die Heilbronn Map installiert bekommt. Und das würde ich jetzt gerne mal mit euch tun. Sie hat außerdem gefragt, wo man diese überhaupt herbekommt und das möchte ich euch kurz mal zeigen. Ja, am besten ihr geht hier auf die Seite von SCS Software. Ich werde euch, das ist quasi das Forum, ich werde euch den Link unten mal in die Beschreibung reinsetzen. Und hier findet ihr quasi die Heilbronn-Map. Die ist vom Klausi, das ist tatsächlich ein Ein-Mann-Projekt. Unglaublich, wer diese noch nicht kennt. Hier kann man Heilbronn 1:1 nachfahren. Unglaublich. Also ein Kilometer in Real Life ist hier auch ein Kilometer im Euro Truck Simulator und der hat sich hier richtig Mühe gegeben. Das ist mega cool, ihr könnt die dann hier runterladen. Die ist 338,2 Megabyte groß, ist zurzeit die aktuellste Version für die 1.3.8, die wir ja alle auch zurzeit fahren können. Und ja, es ist wirklich mega cool gemacht. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich gar nicht kompliziert. Ihr ladet euch die runter, dann habt ihr eine ZIP-Datei und zwar in eurem Download-Ordner, wo immer ihr die euch auch hingespeichert habt. Und diese entpackt ihr einfach in den Euro Truck Simulator 2 Mod-Ordner. Falls ihr noch keinen haben solltet, ihr findet Euro Truck Simulator 2 unter Dokumente und dann Euro Truck Simulator 2 und dort, wenn ihr noch keinen Mod-Ordner habt, dann legt da einfach einen an und dort rein entpackt ihr das Ganze und das war's. Dann könnt ihr loslegen. Ja, damit ist das Video jetzt hier vorbei. Pauline, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Nein, stopp, nicht abschalten. Es ist tatsächlich wirklich so einfach mit dem Entpacken, aber man muss davor und danach noch ein paar Dinge beachten. Und die würde ich euch jetzt gern einfach mal zeigen, damit ihr nicht 2 Stunden rumbasteln müsst, so wie ich das hier getan habe, ehe ich das Ganze zum Laufen gekriegt habe, sondern ihr sollt das innerhalb kürzester Zeit zum Laufen bekommen. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was man hier noch beachten muss. So, bevor wir aber mit der ganzen Sache überhaupt beginnen, legen wir uns als erstes mal ein neues Profil an. Aus dem einfachen Grund, weil, wenn ihr das mit eurem bestehenden Profil macht, ihr euer Profil eventuell kaputt machen könntet, beziehungsweise halt auch ganz viele Sachen rauslöschen müsstet, damit die Heilbronn-Map überhaupt vernünftig läuft. Also neues Profil anlegen. Man kann sein Profil auch duplizieren. Aber das habe ich leider nicht hinbekommen, weil bei mir im Spiel einfach eine Datei fehlt, die man dazu braucht. Die gibt es bei mir im Spiel nicht. Ich weiß nicht, warum der die nicht abgespeichert hat irgendwo. Ich finde sie einfach nicht. Ich habe alles durchsucht. Zum Duplizieren von Profilen gibt es aber auch ganz viele ausführliche Anleitungen. Also wenn ihr den Weg gehen wollt, dann schaut mal bitte im Internet nach Euro Truck Simulator Profile duplizieren. Da findet ihr viele Sachen dazu und hier legen wir uns jetzt einfach mal ein neues Profil an. Und das habe ich jetzt hier schon getan mit einem neuen Namen, neuen Charakter, neuem LKW, neuem Firmenlogo. Dann gibt es ja noch einen Firmennamen dazu. Und wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann geht es einfach noch unten auf Erstellen. Und dann klicken wir uns quasi hier einfach mal durch, bis wir im Menü hier von der Firmenzentrale sind. Da suchen wir uns einfach irgendwo eine Stadt aus. Das ist völlig Wurst, welche ihr da nehmt. Weil im Endeffekt müssen wir die dann eh wieder löschen. Weil Heilbronn gibt es ja hier jetzt im Original nicht. Und im Nachhinein werden alle Garagen, die es in Heilbronn nicht gibt, quasi dann auch wieder gelöscht. Aber das zeige ich euch später dann nochmal ganz kurz. Und ja, dann hier einfach das Ganze skippen. Und wenn wir dann einmal im LKW drin gesessen haben, dann gehen wir einfach nur noch auf Speichern und dann haben wir quasi unser neues Profil so weit angelegt und können
quasi zum nächsten Schritt kommen. Mit eurem neu erstellten Profil müsst ihr jetzt noch ein paar Aufträge farmen, aus dem einfachen Grund, weil es keine diese Quick-Aufträge ohne LKW quasi in der Heilbronn-Map gibt. Ihr müsst also so lange jetzt Aufträge fahren, bis ihr euch eine eigene Garage und einen eigenen LKW leisten könnt. Und wenn ihr das geschafft habt, dann können wir mit dem nächsten Schritt weitermachen. Dann entpacken wir quasi die runtergeladene Mod in unserem Euro Truck Simulator Mod Ordner, den ihr unter Dokumente findet. Quasi genau das, was ich euch am Anfang schon mal gezeigt habe. Und dann starten wir ganz normal das Spiel und gehen dort in unser neu angelegtes Profil in den Mod Manager. Und das seht ihr jetzt schon, da sind 5 neue Dateien für die Heilbronn Map. Und die bringen wir jetzt in einer bestimmten Reihenfolge drüben in die Liste von den aktiven Mods rein, indem wir als erstes die Models and Prefabs rüber schaffen, dann die Map-Datei, danach kommt die Dev-Datei rüber, dann der Hard Eco Mod, wenn ihr den wollt, den müsst ihr nicht unbedingt mit reinmachen, und der Traffic. Und damit haben wir die Heilbronn Map jetzt ins Spiel integriert und starten das Spiel. Jetzt klicken wir hier einfach auf Fahren, denn Aufträge haben wir noch keine, wir haben ja noch keine Unterkunft oder irgendwas. Und dann passiert das. Ihr fallt ins Bodenlose. Nicht erschrecken, ist völlig normal. Drückt F7 und lasst euch dann zur nächsten Werkstatt abschleppen. Bestätigt das Ganze mit Ja und dann steht ihr auf, Achtung, festem Boden. Und das in Heilbronn Neckargartach, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, dahin wird dann euer LKW versetzt. Und dann könnt ihr quasi hier direkt loslegen und euch eine neue Unterkunft suchen. Ich kann euch ja hier die Karte mal kurz zeigen. Die ist ziemlich vollgepackt mit sämtlichen Stadtteilen von Heilbronn. Und ich habe mir jetzt hier einfach in der Nähe eine Unterkunft gesucht, beziehungsweise eine Werkstatt oder eine Firma, die ich kaufen kann. Habe mir quasi da den Weg hingelegt, fahre dann dahin und kaufe mir das gute Stück. So, und da habe ich sie jetzt bei mir im Besitz. Und was ich euch noch sagen wollte, keine Angst, dass durch den Boden fallen passiert wirklich nur beim allerersten Mal, wenn ihr die Map installiert habt. Dann nie wieder. Also nicht, dass ihr denkt, ihr müsst jetzt jedes Mal, wenn ihr damit anfangt, euer Auto abschleppen lassen. Nein, so ist das nicht. So, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, ihr könnt natürlich auch euer Profil nehmen, aber dann habt ihr hier zum Beispiel jetzt ein Problem, weil ihr müsstet rein theoretisch alle eure Garagen, die in eurem Profil drin sind, rauslöschen, damit die Map ordentlich läuft. Die kann unter Umständen mit euren Garagen auch vernünftig laufen, muss aber nicht. Und demzufolge ist es immer gut, wenn man ein sauberes Profil hat, wo keine fremden Garagen drin sind, die außerhalb dieser Map liegen. Und ich habe dann quasi hier meinen Fahrer und meinen LKW nach Heilbronn verlegt. Ich hatte ja vorher in dem neuen Profil mir eine Station in Rostock gekauft, verlege jetzt quasi den Fahrer und auch den LKW nach Heilbronn und kann dann quasi die Rostock-Firma löschen und damit ist das Ganze hier jetzt sauber und es sollten keinerlei Probleme auftreten, was jetzt die Möglichkeit oder was Abstürze angeht oder so ähnlich und so fort. Und hier seht ihr jetzt, ich habe jetzt die Map gelöscht, da kann da auch die Stadt gar nicht mehr. Also Rostock ist ja hier in der Map nicht drin, weiß er auch nicht, was er damit anfangen soll. Und damit können wir jetzt anfangen, hier Geld zu verdienen, denn jetzt sind Aufträge da und man kann
loslegen. Und damit können alle Flat-Spieler jetzt schon loslegen, denn ich habe mir das Ganze bisher in Flat angeschaut und auch ohne Lenkrad. Und ja, das ist eigentlich schon die Installation. Jetzt für uns VR-Spieler wird es natürlich interessant. Funktioniert die Heilbronn-Map überhaupt mit einer VR-Brille und mit einem Lenkrad? Und das probiere ich jetzt mal aus. Ja, ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, läuft total geil. Läuft. Und ich fahre jetzt gerade mal hier, um mir meinen ersten Auftrag abzuholen. So, da werden wir das gute Stück mal ankoppeln. So, na denn, auf geht er. Drei Kilometer. Ich bin gespannt. Die fahren wir halt jetzt in Echtzeit, ne? Die 3 Kilometer sind, also die Map ist wirklich 1:1. Finde ich echt spannend, dass das der Klausi so umgesetzt hat. Richtig cool, die stehen hier immer noch sinnlos im Weg rum, die beten und diskutieren über irgendwas. So. Ach, der da, der lässt uns raus. Das ist ja sehr nett. Da, guck mal, Heilbronn. Heilbronn, Neckargartach. Hier fahren wir jetzt rein. Haben wir überhaupt eine grüne Plakette hier? Stand doch gerade grüne Plakette. Oh, 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 oh. Oi, die parken ja auf der Straße, die Säcke. Guckt euch das mal an hier. Typisch Städter, ey. Oh. Da halt nochmal an. Aber das sieht doch geil aus. Guckt euch das mal an. Das ist doch richtig schön. Kleine Lädchen hier, alles grün. Das ist doch aber cool gemacht. Guckt euch das doch mal an, hier schön mit Fußwegen, ne? Das ist doch hübsch. 50% gibt's heute. Na, sauber. Ey, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Alter, der rumpelt jetzt erstmal schön über die Rabatte oder was? Habt ihr das gesehen? Mit unserem fetten Teil hier. Aber das scheint zu funktionieren. Ah, ein bisschen nehmen wir da hinten. Nehmen wir es da hinten mit. Hier drüben geht's. Autos lassen wir auch ganz. Sehr gut. So. Ja, das läuft doch wie ein Länderspiel, ja. Ach, und jetzt fahren wir hier ein bisschen raus ins Grüne. Ne, fein. Guckt euch das mal an, hier schön Obstplantagen, Bäume hier so an der Seite lang mit einem kleinen Radweg daneben wahrscheinlich. Ach, herrlich. Na, was will man denn mehr? Erster Aufenthalt in Heilbronn-Frankenbach, Motorfehlfunktion. Also mein LKW scheint wirklich sehr kaputt zu sein. Ich muss den erstmal reparieren fahren. Reparieren. So. Und jetzt geht's hier runter, huiuiui, stellen Berg runter. Und dann liefern wir das Ganze hier ab. Ja, da kommt er schön rum. Und jetzt gucken wir, dass wir den hier schön eingezwirbelt kriegen. Unseren Plan hier. Sehr gut. Und damit haben wir unseren ersten Auftrag in Heilbronn erledigt. Sehr schön. Cool. Ja, also man wird jetzt mit den Aufträgen nicht reich, ne? Das waren hier gerade 123 Euro. Also das liegt wahrscheinlich auch an diesem Realistik-Ding, was ich damit reingebaut habe. Aber sehr nice, sehr nice, sehr nice. Ja, ihr Lieben, und das ist es. Heilbronn 1:1 in VR. Funktioniert. Sehr cool. Also, was müsst ihr machen?
Nochmal kurz zusammengefasst, neues Profil anlegen, mit den Profilen LKW und eine Werkstatt freispielen, dann euch quasi hier im SCS-Forum, den Link gibt es unten, die Heilbronn 1:1 Map runterladen, dann direkt in euren Mod-Ordner im Eurotruck-Simulator entpacken, die Reihenfolge dann im Mod-Manager in eurem neuen Profil beachten und beim ersten Mal Fallen durch die Map euch abschleppen lassen. Und schon kann es losgehen. So einfach ist es. Ja, ihr Lieben, ich find's cool. Ich find's mega geil, was Klausi hier gemacht hat. Hut ab. Absolut spitze. Und ja, wenn euch das genauso gefällt, was der gute Mann hier gemacht hat, dann teilt das Ganze doch. Macht's bekannt, weil es ist eine tolle Geschichte. Und wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise auch das Tutorial, wie das Ganze hier funktioniert, dann lasst mir ein Däumchen und ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Bye, bye.